Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom PC Version. Ich habe die Qual der Wahl, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt zocken soll. Ich glaube, wir machen mal den Abfalleimer. Jo, den machen wir jetzt. Psst. Schleicheinsatz. Schleicheinsatz. Eins der coolsten Spiele. Das coolste Spiel finde ich das hier. Das hier ist ein ziemlich schwieriges Spiel. Das Highscore-Spiel, das Quiz und auch ein ziemlich cooles Spiel eigentlich. Aber Schleicheinsatz ist auch ziemlich cool. Mir wurde gerade ein Statement von Mr. Plankton, Chef und Eigentümer des Abfalleimers, überreicht. Hier steht: Ich, Plankton, würde gerne einige Bürger bitten, mir bei der Reparatur meiner genialen Erfindung zu helfen, die diese Roboter beschädigt haben. Nach der Reparatur werde ich die Welt beherrschen. Ich meine, ich werde dann allen Bewohnern von Bikini Bottom helfen. Das ist alles. Natürlich. Glauben wir dir aufs Wort. Heilige Seekuh, was stinkt hier so? Das bist du selber. Mein Gott. Kein Wunder, dass Plankton nie Kunden hat. Von hier müssen alle Roboter herkommen. Okay, ich gehe rein. Mach das. Wir folgen dir. Natürlich, der Roboter bemerkt einen einfach gar nicht. Ist finde klar. Verschiedenfarbige Schlüssel, um Räume zu öffnen. Verstecke dich in den Räumen, um den Robotern auszuweichen. Sammle alle Maschinenteile ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Das finde ich wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Finde den gelben Schlüssel. Gut, das machen wir. Irgendwie können wir auch laufen. Dachte ich. Vielleicht auch nicht. Okay. Früher, ne, wo ich dann wirklich gesuchtet habe, da wusste ich auch immer genau, da war der Schlüssel, da war der Schlüssel. Aber ich habe das jetzt schon wieder... Ja, anderthalb Jahre seit dem Aufnahmeversuch nicht mehr gespielt, deswegen keine Ahnung, wo der gelbe Schlüssel ist. Ich glaube, der ist ganz oben irgendwo, aber schauen wir mal. Auch die Musik ist so. Keine Ahnung. Die hat irgendwie was. Kann man so mitwippen oder so. Okay. Nein, auf euch habe ich überhaupt keinen Bock. Haut mal bitte ab. Ich würde die gerne irgendwie so nach. Genau. Okay. War schon ziemlich knapp. Ich glaube, der ist oben links irgendwo in der Ecke. Oder auch nicht, dann vielleicht oben rechts. Ach, der liegt einfach so rum. Ja, von mir aus. So, und jetzt gehen die gelben Schranken hier weg. Das heißt, man kann jetzt da rein. Da, wo der rote Schlüssel ist, muss also eine gelbe Schranke irgendwo gewesen sein. Gut. Erstmal können wir uns hier die Schere holen. Gute Arbeit. Gefunden. Eine Schere. Kann man auch immer so schön mitsprechen. So, mehr dürfte hier nicht sein. Das sollten alles nur Räume zum Verstecken sein. Blitz, was war das nochmal? Ach, super Geschwindigkeit war das, okay. Das ist bei den Robotern sicherlich nicht schlecht, wenn man da ein bisschen schneller abhauen kann. Hier könnte ich noch rein, bringt aber gar nichts. Da unten ist das Ziel, genau. Das heißt, man findet erst den gelben, dann den roten, dann den grünen, dann den blauen. Okay, hier haben wir das Gewicht. Können wir natürlich mitnehmen. Gefunden, ein Gewicht. Ein Gewicht. Okay. Ja, gerade wegen diesem Level hier könnte ich mir vorstellen, dass ich das hier vielleicht in zwei Parts packen muss. Also diese ganze Roboter, diesen ganzen Abfalleimer. So, hier haben wir den roten Schlüssel. Merkt zum Glück auch keiner, dass wir hier sind. Und so ein ähnliches Versteckspiel gibt es, soweit ich weiß, auch noch beim Friedhof. Generell mag ich den Friedhof halt am meisten, weil da es ist quasi der Bereich von Mr. Krabs, wo der vorkommt. Das hier ist ja so der Bereich von Plankton. Vorhin das war der Bereich von Gary. Und ja, das ist eben dann halt der Bereich von Mr. Krabs. Und Mr. Krabs ist ja mein Lieblingscharakter aus SpongeBob, wer es nicht wissen sollte. Und deswegen finde ich den vielleicht am geilsten. Ich weiß nicht. Okay, der Roboter ist weg. Jedenfalls, da wird so ein ähnliches Spiel geben, da muss man allerdings dann Flaggen finden. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Erstmal, wo ist der grüne Schlüssel? Und hier können wir auf jeden Fall noch ein Zahnrad bekommen. Gute Arbeit. Gefunden. Ein großes Zahnrad. Ja, kein normales Zahnrad, sondern ein großes Zahnrad. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir später noch genauer erkunden werden. Keine Ahnung, wie soll man sagen. Da unten ist der grüne, oder? Ja, da ist der grüne. Sehr schön. So, zwei Teile fehlen uns noch. Ich meine, man konnte irgendwie hier schneller laufen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Irrtum. Okay, der spackt einfach ein bisschen rum. Eingesammelt eine Wippe. Okay, wo war denn jetzt der letzte Gegenstand? Irgendwo oben bestimmt, oder?
war da bestimmt irgendwas. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Item. Zeitlupe. Nehmen wir mit. Nehmen wir mal hier den Durchgang. Das ist eigentlich nur dafür da, um den Robotern auszuweichen. Nee, hier ist erstmal nichts mehr. Dann war er vielleicht doch links irgendwo an der Seite. Ich hatte leider ein ziemlich schlechtes Gedächtnis. Ihr wisst ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist katastrophal. Da war dieser Flaschenzug oder sowas. Ja. Gefunden, ein Flaschenzug. Jetzt müssen wir noch den Schlüssel finden. Der war doch bestimmt hier irgendwo links unten, oder? Das ist auf jeden Fall noch ein Item. Okay, hier ist er. Tatsächlich. Das können wir uns dann auch noch schnell holen. Unverwundbar. Hey, das ist nicht schlecht. Und dann können wir jetzt unverwundbar bis zum Ausgang gehen. Ja. Und dann wäre das erste Level absolviert. Na, da kann man natürlich nicht lang. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. So ein kleines Suchdingens und den Leuten ausweichen und so. Das hat was. Auf jeden Fall. Und ist natürlich auch nicht zu schwierig. Das ist klar. Du hast das nächste Spiel freigeschaltet. Jawohl. Schön. Oh, wir bekommen sogar einen Lebensbonus. Das habe ich gar nicht mitbekommen vorher. Nehmt das, ihr blöden Metallköpfe. Hi-ya! Wollt ihr noch mehr? Heiliger Kalamari. Nehmt das, ihr übergroßen Mülleimer. Holt euch eure Tracht Prügel ab. Holt euch eure Tracht Prügel ab. Sandy scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ich habe gerade Plankton gesagt, und das ist natürlich eher Sandys Bereich. Hilf SpongeBob dabei, zum Ende des Korridors zu gelangen. Klicke die Schalter in einer bestimmten Reihenfolge, damit die Arme verschwinden. Beende alle drei Levels erfolgreich, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Das ist teilweise gar nicht so schwierig, einen Algorithmus dann dazu finden. Jedenfalls, das ist natürlich hier im Abfalleimer, aber es ist eigentlich eher so Sandys Bereich, muss man sagen. So, versuchen wir erstmal beide blauen. Das hat schon mal geklappt. Jetzt vielleicht beide rote. Tatsächlich, okay. Das ist wirklich purer Zufall, wie ich das gerade mache. Beide grüne, ja. Und beide gelbe. Okay. Es gibt, glaube ich, ein Ventilator. Auch hier drei Hallen. Und nach jeder Halle bekommen wir wieder einen Gegenstand. Also ähnlich wie beim zweiten Level im Tang-Dingens da, im Tang-Urwald. Oder wie der hieß. So, was machen wir denn jetzt? Beide grüne und beide blaue? Nein. Beide roten vielleicht? Nein. Gelb und rot. Nein. Gelb und blau. Versuchen wir es einfach nochmal einfarbig durch. Die blauen sind es nicht. Die Geräusche sind ziemlich penetrant. Die grünen. Nein. Gelb. Nein. Das heißt, es muss irgendwas schon mal gemischt sein. Vielleicht jeden zweiten. Irgendwann ist es auf jeden Fall sowas. Gibt natürlich einige Möglichkeiten. Also nochmal blau und grün ist es nicht. Blau und gelb ist nicht, vielleicht immer nur eine Seite. Blau und rot ist es auch nicht. Versuchen wir jetzt mal grün und gelb. Ist es nicht. Dann grün und rot. Grün und blau haben wir sowieso schon ausprobiert. Dann versuchen wir gelb und rot. Das hat eigentlich nichts mehr übrig, oder? Haben wir grün und rot schon? Doch, klar haben wir das schon. Versuchen wir einfach mal alle. Ja, ich denke wahrscheinlich schon wieder viel zu kompliziert, dann ist das viel einfacher. Vielleicht beide vorne? Nein. Vielleicht irgendwie vorne und hinten kombiniert? Ja, das ist, da kann man einfach, da kann man sich wirklich ziemlich lange aufhängen, wenn man es einfach nicht versteht. Ja, nur die ersten beiden. Oh, okay. Dann ist das Muster klar. Wie gesagt, ich denke schon wieder viel zu kompliziert und denke, man muss viel mehr aktivieren, als man eigentlich muss. Scheiße. Das Problem ist, in der nächsten Halle dürfen wir dann wieder alle Kombinationen ausprobieren. Das ist nicht toll. Und genau deswegen habe ich gesagt, werde ich das wahrscheinlich... Kleines Zahnrad. Da ist schon der Unterschied. Das ist das kleine Zahnrad. Gerade haben wir es groß gehört. Ja, jedenfalls genau deswegen dauert das länger. Und genau deswegen werde ich das wahrscheinlich in zwei Parts splitten müssen. So, nehmen wir nochmal das zweite. Ja, das klappt. Sehr gut. Dann jetzt die anderen. Also grün und rot. Sehr gut. Jetzt eine Seite. Ja, jetzt die andere Seite. Das sind nämlich die komplizierteren Algorithmen und die kriege ich auch raus. Ich nenne sie einfach Algorithmus. Jetzt vielleicht die vorderen alle. Nein. Dann vielleicht die hinteren. Nein. Alle. Alle ist möglich. Nein. Was hatten wir noch? Nicht für Farbkombinationen. Gelb und Rot, genau. Und Blau und
gelb. Die blau und grün, ne? Okay, man bekommt auch definitiv Punkte abgezogen, wenn man es nicht direkt rauskriegt. Sehr gut. Gut. Gut zu wissen. Verdient ein Schalter. Ja, das war das letzte. Sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir jetzt schon zum Quiz. Vielleicht kriegen wir es doch in einen Part hin. Mal schauen. Und er hat es geschafft, Ladies und Gentlemen. Zeigt ihm eure Hände. Verstanden? Halle der Arme? Hände? Hör auf zu lachen und hol mich hier raus. Oh, ist so. Sofort, Sandy. Beantworte die Fragen, um Sandy aus dem Käfig zu befreien. Während der Countdown läuft, werden immer mehr Antworten entfernt. Erziele mindestens 500 Punkte, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Okay, sollten wir hinkriegen. Was atmet Sandy in ihrer Luftkuppel? Luft? Weltraumstaub natürlich. Oh. Da gab es schon ziemlich schwierige Fragen teilweise auch, muss ich sagen. Wo wohnt Sandy? In einer Luftkuppel. In einer Galaxis weit, weit entfernt, genau. In einem Hamsterkäfig, yo. Sieht ja teilweise ein bisschen so aus, muss man sagen. Ich find's cool, dass sie auch so Insider einbauen, wie zum Beispiel Rock Bottom. Ist ja auch eine Ausnahmsbeinstruktur, die Busverpassung überhaupt wieder. Was ist Sandys Lieblingsessen? Eichen? Nüsse, okay. Rüber zusammengefasst. Krabbenburger mit extra Seetang. Sushi, ist das nicht ein bisschen kannibalistisch? Sehr gut. Verdient ein Magnet. Also nicht fürs Handy, aber generell für die Unterwasserwesen. Wer ist Sandys Karatepartner? SpongeBob. Larry der Rettungsschwimmer. Ja, mit dem hebt die eher so Anker und sowas, ne? Oder Anker werfen oder sowas. Gib Gas. Was ist Sandys Lieblingsbeschäftigung? Surfen. Da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Man hätte natürlich auch sagen können, hier Karate oder Anker werfen oder Gewicht heben oder sonst was. Aber ja, surfen. In dem Fall surfen. Was für ein Emblem ist auf Sandys Taucheranzug? Jetzt aber die Eichel. Ein Smiley. Hallo, du lieber Smiley. Hallo, mein lieber Smiley. Ach, das ist so geil, ne, wirklich. Lisa Simpson auf Drogen, das ist herrlich, wirklich. Sehr gut. Eine Feder. Verdient eine Feder. Sehr toll. Welche Farbe hat Sandy? Braun. Also, wie sieht sie rosa aus, oder? Ah, hat schon so ein bisschen was. Na, generell muss man sagen, eigentlich hat's ja schon... Die Farbe ist eigentlich rot, weil es ist ja nur ein Pelzmantel quasi, also es ist ein Pelz. Woher kommt Sandy? Aus Texas, weil die kann sich ja auch so, die kann ihr Fell ja quasi ausziehen. Hat man ja in der Folge, Einzeller im Pelz gesehen, oder wie hieß die Folge? Im Eichhörnchenpelz, ich weiß nicht genau, wie die Folge hieß. Jedenfalls, da konnte Sandy ihren Pelz waschen. Wo haben sich Sandy und SpongeBob das erste Mal getroffen? In den Quallenfeldern. Im rostigen Anker in der Schule bei einem Blind Date. Natürlich bei einem Blind Date, wo auch sonst. Naja, das ist die Folge Experten, glaube ich, oder? Ja, müsste. Welche Farbe hat Sandys Bikini? Da weiß ich nie genau. Ich glaube, der ist rosa. Er ist durchsichtig. Nicht? Nicht? Dann lila. Also gelb ist er nicht. Das sind einfach so die Fragen. Weiß ich nicht. So weit weiß ich dann einfach nicht. So, wir haben jetzt die Hälfte durch. Ja, ich glaube, die andere Hälfte machen wir im nächsten Part. Jo, das machen wir so. Wer ist hier der Schwamm? Wer ist hier der Schwamm? Danke, SpongeBob. Jetzt werde ich einige dafür büßen lassen. Ich komme wieder. Okay, wir sehen uns nächstes Mal, Freunde. Bis dahin. Wer hat das Licht ausgemacht? Au! Sandy, bist du da? Wann machen wir das? Sandy, warte auf mich! Fange die Spinnenroboter mit einem Lasso ein, bevor sie Sandy erreichen. Benutze die Maus, um einen Kreis um einen Roboter zu zeichnen und ihn so zu fangen. Sammle alle Maschinenteile ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Okay, dann machen wir jetzt Pause und wir sehen uns im nächsten Part genau hier wieder. Bis dahin, tschüss.